Ja, moin hier von der Segeljacht Cerberus. Ich zeige euch in diesem Video mal einen Rückblick. Ihr wisst ja, dass ich mal eine Ranger 34 hatte aus den USA und dort einen Refit des Bodens im gesamten Schiff vorgenommen habe. Aber dieses Material wurde nie gezeigt. Und weiter geht es nach dem Intro. Bitte abonniert doch den Kanal. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. Ja, I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of. Herzlich willkommen zu dem Refit der Ranger 34. Und hier stelle ich euch erstmal ein Werkzeug vor, ein Tool, was wir brauchen oder was ich gebraucht habe, um diesen Fußbodenbelag schneiden zu können, weil der ist sonst so hart und würde splittern. Ja, wie man sehen kann, ist jetzt die Schablone angepasst und aus dieser Pappschablone wird später dann der Holzausschnitt gemacht. Sie passt hervorragend, das ist nur die Kontrolle, damit das später auch passt. Die Schablonen müssen vorher alle angefertigt werden für den Zuschnitt. Denn das waren ja einige Schablonen, das war ja eine Menge Arbeit, das könnt ihr euch ja vorstellen. Hier nach Schablone geschnitten, schon mal eine Vorbereitung des Fußbodens aus Holz. Das sieht schon mal schön aus und so soll dann der ganze Fußboden werden. Einbau fertig jetzt fürs Schiff. Die nehme ich jetzt mit runter, bringe sie zum Schiff und baue sie später so im Schiff an. Der Tisch wurde vorher entfernt vor dem Einbau, damit die Arbeit leichter geht. Später wird er wieder montiert. So sieht es jetzt schon fertig im Schiff aus. Hier die Abdeckung der Dieselmaschine und gleichzeitig Niedergang, ohne richtige Treppe. Ich zeige euch jetzt mal Teile, wie es fertig verlegt ist im Schiff. Es muss noch verklebt werden. Ich habe teilweise nur ausgelegt, das Holz, den Fußboden. Und so sieht es dann aus, wenn es fertig verklebt wird. Das zeige ich euch aber noch. Vorher hatten wir nur ein weißes GFK. Da drin ein Fußboden aus weißem GFK, weil die Ranger war ja zweckmäßig gebaut. Das war ja ein Offshore-Racer. Da wurden ja richtige Regatta mitgefahren. Jetzt, wo alles verklebt ist, fertiggestellt worden ist. Der Fußboden ist jetzt mit einem Sika verklebt worden und liegt endgültig fest im Boot. Ich finde, es sieht gut aus. Es ist sehr gelungen und sieht jetzt eher nach einem richtigen Schiffsboden aus. Ich verabschiede mich jetzt hier, sage bye bye, auf Wiedersehen. Über ein Abo und einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Schaltet wieder ein, bis es wieder heißt. Sailing Cerberus. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day.